hier in Europa. Radio Loro. Der Europa-Channel. Die Sommer werden heißer, Waldbrände und von Menschen verursachte Naturkatastrophen, wie gerade das Fischsterben auch in der Oder. Klimawandel, Klimaschutz und Aktivitäten der Jugend, um unsere Umwelt zu erhalten. Ja, das sind sie, die Themen unserer August-Ausgabe im Europa-Channel hier bei Radio Loro, eine Sendung des EEZ in Rostock. Ihr seid wieder mit dabei, danke fürs Einschalten und herzlich willkommen also zu unserer Sendung. Gleich wird sich Willi kritisch mit verschiedenen Aspekten der Klimapolitik in der EU und Deutschland in seinem Input zum Thema auseinandersetzen. Danach sehen wir ein Telefoninterview mit Mandy Hinzmann. Sie arbeitet im Organisationsbüro Plastic Pirates. Schülerinnen und Schüler bekommen Hilfsmaterialien und Anleitungen in die Hand, um an Flüssen die Belastung mit Fremdstoffen, insbesondere Plastik, zu untersuchen. Und in der zweiten halben Stunde begrüßen wir dann live im Studio Elli und Peter. Beide engagieren sich bei Fridays for Future MV und wir wollen auch ihre Meinung zur derzeitigen EU-Strategie erfahren. Sind Atomenergie und Erdgas nachhaltig und umweltfreundlich? Außerdem stellt uns Marion wieder ein Weltnaturerbe vor. Diesmal geht es nach Portugal und sie hat auch ein paar Kulturtipps für euch. Und von Lukas hören wir dann noch die EU-News. Aber zunächst Willis Gedanken und Recherchen zu unserem Umweltthema. Ja, danke schön, Klaus. Klima und Klimaschutz sind ja schon seit Jahrzehnten ein wichtiges und viel diskutiertes Thema in Gesellschaft und Politik. Jedoch erhielten sie erst ab den 80er Jahren die breite Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit. Und das auch meist nur in entspannteren Zeiten. Dies lässt sich auch heute noch erkennen. Bis 2020 waren Protestbewegungen, insbesondere von jungen Menschen, medial omnipräsent. Doch dann kam Corona, was nicht nur auf die Berichterstattung einen Einfluss hatte, sondern eben auch auf die Umsetzbarkeit von großen Demonstrationen. Und nur ein weiterer Dämpfer, der jetzt dazu kommt, der Krieg in der Ukraine. Was sich dann eben viele fragen, ist die Klimaschutzbewegung tot? Nein, natürlich nicht. Nur wird sie scheinbar radikaler, mit Schienenblockaden und dem Ankleben an Straßen und Gemälden. Und nicht nur das macht die Bewegung bei vielen unbeliebter, auch steigende Preise und eben andere Probleme lassen den Klimaschutz von der Prioritätenliste der Menschen verschwinden. Dabei hatten die Auswirkungen der Pandemie 2020 sogar einen positiven Effekt auf den weltweiten CO2-Verbrauch. Er sank nämlich wieder seit längerer Zeit, aber auch nur für ein Jahr. Und im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden ist dies auch nur ein kleines Trostpflaster. Nun droht eine Gasknappheit in Europa. Wie wird sich das auf den CO2-Ausstoß auswirken? Kann sich das jeder leisten und geht Klimaschutz nur auf dem indirekten Zwang? Die EU hat schon seit längerer Zeit den Klimaschutz ins Auge gefasst. Bis 2050 will die Union ihre Nettoemissionen auf null reduzieren. Dies will man im Zuge des Green Deals mit einem Ausbau erneuerbarer Energien, einer nachhaltigen Infrastruktur und einer Stärkung der Biodiversität erreichen. Gleichzeitig hat das EU-Parlament in diesem Jahr Änderungen in der Taxonomie im Bereich Umweltschutz beschlossen. Investitionen in Erdgas und Atomkraft gelten künftig als nachhaltig. Begründet wird dies damit, dass während der Inbetriebnahme keine CO2-Emissionen anfallen, Kraftwerke wenig Platz benötigen und unabhängig vom Wetter zuverlässig Strom produzieren. Das offizielle Ziel der Bundesregierung ist die Treibhausgasneutralität bis 2045. Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm sollen in den kommenden Jahren 8 Milliarden Euro zusätzlich in den Umweltschutz fließen. Vor allem in die Sektoren Industrie, Energiewirtschaft und Gebäude. Zum Vergleich. Laut einer Studie, die von der staatlichen Förderbank KfW in Auftrag gegeben wurde, müssten insgesamt 5 Billionen Euro investiert werden, um das genannte Klimaschutzziel zu erreichen. Auf regionaler Ebene werden durch Bundesländer, Kommunen sowie privatwirtschaftliche Investoren hauptsächlich individuelle Klimaschutzprojekte gefördert. Wem das alles nicht reicht, und das sehen viele Klimaschutzorganisationen so, kann auch persönlich etwas dazu beitragen. Neben dem Engagement in Vereinen und Demos natürlich ebenso im Alltag. Hier fressen vor allem tierische Lebensmittel einige Treibhausgase, Obst, Gemüse und Getreide eher weniger. Wer sehr ambitioniert ist, kann sich seinen Stromvertrag genauer anschauen und eventuell auf Anbieter zurückgreifen, welche Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Oder wie wäre es mit eigenen Solaranlagen auf dem Dach oder dem Balkon? Fakt ist aber, individuelle Entscheidungen wie diese sind im Großen und Ganzen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und sie gehen ins Geld.
Heute und in naher Zukunft, wenn die meisten Menschen aufgrund von Kriegen und Krisen wahrscheinlich eher weniger Geld zur Verfügung haben, sind solche Ratschläge sowieso überflüssig. Gleichzeitig fordern Klimaschützer schnelle politische Entscheidungen, um die Klimakrise zu verhindern. Hier schließt sich der Kreis und wir müssen uns die Frage stellen, wie wird Klimaschutz in Zukunft funktionieren? Ja, danke schön, Willi. Und bevor ich mit Mandy Hinzmann von der Organisation Plastic Pirate spreche, noch ein Song hier im Europa-Channel von Emiliana Torini. Das Thema Klima- und Umweltschutz hat uns hier im Europa-Channel auf Radio Loro in den vergangenen Jahren ja schon mehrfach beschäftigt. 2019 wurde in der EU der Green Deal als wichtiger Punkt ganz oben auf die Agenda der neuen EU-Kommission und ihrer Präsidentin von der Leyen gesetzt. Und 3 Jahre später gibt es kleine Fortschritte, aber auch große Rückschläge. Besonders der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise haben viele Vorhaben auf Eis gelegt. Ja, und umso mehr freuen wir uns, auch heute wieder ein Projekt vorstellen zu können, das in Deutschland und auch in anderen EU-Ländern sehr erfolgreich läuft und auch ein wichtiges Thema ist. Und zwar geht es um die Plastic Pirates. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon ganz herzlich Mandy Hinzmann aus Berlin. Hallo Mandy. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, Mandy, du bist aus Berlin oder euer Büro ist in Berlin, so ist es erstmal richtig, ne? Also die Koordinatorin, genau. Plastic Pirates Go Europe, da bist du die Koordinatorin in Berlin. Genau, an unserem Institut koordiniere ich das und wir arbeiten ganz eng mit der Kieler Forschungswerkstatt zusammen, die quasi die Hauptkoordinatoren sind und setzen gemeinsam das Projekt in Deutschland um. Bisschen was zu dir, wie bist du so in dieses Projekt reingerutscht? War das schon immer so dein Interesse irgendwo, Umweltthemen? Ja, also kurz zu mir, ich bin gebürtige Potsdamerin, bin jetzt auch oft in Potsdam im Homeoffice und ich habe Politikwissenschaften studiert und mich dann auf Umweltschutz spezialisiert und ja, am Ecologic-Institut habe ich mich auf das Thema Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung fokussiert. Ja, also das Ecologic-Institut ist ein unabhängiges Institut für Umweltforschung und Politikanalyse, muss man vielleicht dazu sagen, weil wir nicht ganz so bekannt sind. Und ja, ich habe mich dann mit bestimmten Stoffströmen intensiver befasst. Eins davon sind eben die Kunststoffe und bin dann irgendwie auch bei den Plastikpiraten bei uns gelandet. Ja, wollen wir ein bisschen was zu eurem Projekt erzählen, Mandy. Das Projekt ist ja bereits 2016 gestartet, bekam dann vor 2 Jahren, 2020, im Rahmen des deutschen EU-Ratsvorsitzes, aber nochmal so richtig Schwung. Ja, wie kam es dazu? Wie kam der Schwung da rein? Woher kam die Idee und wie wurde das Projekt initiiert? Ja, also die Idee, die stammt ursprünglich aus einem ähnlichen Projekt aus Chile, den Científicos de la Basura. Und das gab es dort schon seit 2007. Und unsere Kollegen der Kieler Forschungswerkstatt hatten gute Kontakte nach Chile und haben diese Idee dann auf Deutschland übertragen und daraus die Plastikpiraten entwickelt. Also und aus Chile, ja? Aus Chile, habe ich richtig gehört, ja? Genau, Chile in Südamerika. Ah ja, Genau, und unter dem Namen Plastikpiraten lief es dann zum ersten Mal 2016 mit Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ja, lief dann einige Jahre auch erfolgreich weiter. Und im Jahr 2020 gab es dann den ersten Schritt der Europäisierung. Da hatte Deutschland ja die Ratspräsidentschaft der EU inne, die halbjährlich zwischen den Mitgliedstaaten rotiert und anschließend waren Portugal und Slowenien an der Reihe. Und damals haben sich die 3 Länder zusammengeschlossen zu einer Trio-Ratspräsidentschaft und haben dann mehrere Initiativen auf den Weg gebracht im Bereich Bildung und Forschung. Und eins davon waren die Plastikpiraten, die von da an dann Plastic Pirates Go Europe genannt wurden. Also 3 Länder, Trio-Präsidentschaft, Deutschland, Portugal, Slowenien. Wer war da noch mit weiter involviert? So die Ministerien, welche Forschungseinrichtungen der Länder? Also es waren die 3 Forschungsministerien, die haben das eben ins Leben gerufen und ja, gefördert und dann natürlich in den Ländern selbst verschiedene Forschungsinstitute, die dann die richtige Umsetzung und Begleitung der Schulklassen übernommen haben und auch die Auswertung der Forschungsergebnisse. Und das sind größtenteils Biologen, Meeres- und Wasserforscher. Wollen wir uns mal mit eurem Projekt beschäftigen. Worum geht es eigentlich ganz genau jetzt im Projekt Plastic Pirates Go Europe? Projektinhalte, Ziele. Ich habe schon mal gehört, also es gibt ja natürlich so Plastik in den Gewässern, nicht nur in den Flüssen, auch in den Meeren. Da sind in den Meeren ja viele aktiv. Und ich weiß, ihr seid so mehr an den Flüssen aktiv, ne?
Genau, ja, das ist eine Besonderheit, dass in unserem Projekt die Flüsse und die Flussufer erforscht werden, auch Bäche und Kanäle, also insgesamt Fließgewässer. Und das Projekt ist ein Citizen Science Vorhaben, also Bürgerwissenschaften. In unserem Fall sind es Schulklassen und Jugendgruppen, die für uns ins Feld ziehen und Plastikmüll eben an Fließgewässern untersuchen. Wie machen die das denn? Wie untersuchen die das? Da gibt es ein genaues Vorgehen, was halt festgelegt ist, also so ein richtiges Protokoll, eine Methodik. Und zuallererst ist es ja in den Schulalltag integriert. Das heißt, vorab ist erstmal erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Thema Flusssysteme, der Ozean, wie kommt der Müll da rein und wie kommt er letztendlich, wo wird er hingetragen? Das ist dann im Normalfall Teil des Schulunterrichts, also liegt auch so ein bisschen dann im Ermessen des Lehrers oder der Lehrerin. Aber wir haben dafür aktuelles Material, was wir zur Verfügung stellen, was auch sehr anschaulich ist und sehr abwechslungsreich ist. Und das kann man bei uns bekommen. Und für die eigentliche Probenahme ist es dann als erstes mal wichtig, eine geeignete Stelle zu finden. Da machen wir aber keine Vorgaben. Das wählt jede Schule für sich aus, wo es in der Nähe gut passt. Wichtig ist, dass das Ufer zugänglich ist. Und dann wird die Schulklasse in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe übernimmt unterschiedliche Aufgaben und untersucht dadurch unterschiedliche Forschungsfragen. Das versuche ich mal kurz zusammenzufassen, wie das mit den Gruppen abläuft. Da haben wir zunächst die Gruppe A, die macht eine ganz gezielte Probenahme und vergleicht drei Uferzonen am Fluss. Schaut quasi, wie viel Müll kann man in ganz direkter Flussnähe finden, wie viel etwas weiter entfernt. Und wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass der Müll am Ende in den Fluss gelangt? Dafür werden Transekte abgesteckt an unterschiedlichen Stellen. Das sind Kreise mit 3 Meter Durchmesser, die festgelegt werden. Und dann wird nur der Müll in diesen Kreisen gezählt und ausgewertet und sortiert hinterher. Und das wird alles festgehalten. Das macht also die Gruppe A. Die Gruppe B dagegen, die untersucht eine größere Fläche des Flussufers und schaut sich die Müllvielfalt an. Und insbesondere, wie viele Einwegplastikartikel am Flussufer vorkommen. Dafür wird eine Müllsortierstation aufgebaut und wirklich in Kategorien unterschieden wie Plastiktüten, Plastikdeckel, Wattestäbchen, Plastikverpackungen. Und alles wird ganz genau ausgezählt. Da habe ich selbst im Frühjahr in Berlin an der Spree an einer Probenahme zusammen mit einer Grundschulklasse teilgenommen. Und ja, je nachdem, wie stark besucht so eine Flussgegend auch ist, hat man da interessante Ergebnisse. Also wir haben damals über 400 Kronkorken ausgezählt. Das hat ziemlich lange gedauert. Ja. Ja, dann haben wir eine Gruppe C, die untersucht den im Wasser treibenden Müll und misst dafür als erstes die Fließgeschwindigkeit vom Fluss. Und dann kommt unser Mikroplastiknetz zum Einsatz. Das kann man bei uns bestellen und ausleihen. Das schicken wir dann per Post an die Schule zu. Und an einer geeigneten Stelle kann das ins Wasser gelassen werden, also eine Brücke, ein Steg oder ja auch eine geeignete Stelle am Ufer machen sich gut. Und das wird eine Stunde lang eben im Wasser gelassen und dann wird hinterher gesehen, was man eingefangen hat. Und gleichzeitig zählt die Gruppe auch den größeren treibenden Müll, wenn es denn welchen gibt. Ja, und dann haben wir noch die Gruppe D, das ist unser Reporter-Team. Und das untersucht die größere Umgebung und identifiziert mögliche Müllquellen. Also geht wirklich auch noch ein Stück weiter und schaut, gibt es hier Industrie, wird das Flussufer viel besucht, was sind vielleicht Gründe, dass Müll hier landen könnte. Und die sind dann auch für die Dokumentation der ganzen Probenahme zuständig mit Fotos, Notizen, allem, was dazu gehört. Ah ja, und da kann man Ergebnisse dann zum Beispiel auch auf eurer Website sich anschauen, nachlesen, also Plastic Pirates, also plastik-pirates.eu. Da gibt es ja auch erstmal so die grundsätzliche Information dazu, aber auch eben Auswertungsmaterial, ne? Mhm. Ich habe es jetzt erstmal so richtig verstanden. Also es sind hauptsächlich Schüler, ne? Also mit Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendliche, die das machen, die also sich aktiv einbringen, dabei natürlich einen Lerneffekt, aber auch so ein Stückchen Müllbeseitigung damit. Aber das steht nicht so im Vordergrund, oder? Genau, also wir haben eigentlich zwei große Ziele in dem Projekt. Und Müllbeseitigung ist dann, sage ich mal, so ein netter Nebeneffekt davon, weil natürlich der Müll, der da eingesammelt wird, dann auch weggebracht werden soll und ordentlich entsorgt werden soll. Aber unser erstes großes Ziel ist überhaupt erstmal weiträumig wissenschaftliche Daten zu erfassen zur Müllverschmutzung an unseren Gewässern.
Denn da haben wir große Datenlücken, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und sogar auch weltweit. Einfach, weil es sehr aufwendig ist und sehr zeitintensiv, viele Proben zu nehmen an den Flüssen. Also muss man sich so vorstellen, wenn in Deutschland jetzt ein Forscherteam damit beauftragt wird, die Flüsse zu untersuchen, dann muss da ja jede Probenahme vorher geplant werden. Man muss da anreisen, dann die Probe an sich nehmen, sie später auswerten. Und da kann im Normalfall nur so ein kleines Gebiet abgedeckt werden in absehbarer Zeit. Es sei denn, man hat da ein wirklich großes Team. Und das ist wohl unser Ansatz mit der Bürgerwissenschaft, dass wir so ein sehr großes Team haben, nämlich die vielen Schulklassen und Jugendgruppen, die an den Fluss gehen und diese Probenahmen machen. Ah ja. Und da haben wir jetzt beispielsweise im letzten Frühjahr von Mai bis Juni schon 144 Probenahmen abgedeckt, wo wir die Daten schon vorliegen haben. Das ist wirklich eine gute Zahl. Ja. Das zweite Ziel ist gleichzeitig, das wissenschaftliche Verständnis zu fördern, also den Jugendlichen näher zu bringen, wie funktioniert denn eigentlich Wissenschaft und Einblicke zu geben in dieses wissenschaftliche Arbeiten und in die Denkweise. Und dafür werden sie halt wirklich sehr, sehr eingebunden in die Erhebung, schlüpfen selbst in die Rolle der Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und erleben, wie das funktioniert und auch wie die Daten ausgewertet werden. Ah ja, also auf jeden Fall ein riesen Lerneffekt. Nanny, du sagtest schon, dass du selber jetzt bei der Spree dabei warst, an der Spree dabei warst, also Berlin-Potsdam. Gibt es hier auch so etwas bei uns in unserer Region? Also wir haben ja die Warnow hier zum Beispiel oder der größere Fluss, ja auch nicht so weit weg, Hamburg, die Elbe. Gibt es hier auch solche Aktivitäten? Ja, ich habe vor dem Interview mal hineingeschaut in unsere Karte. Also es haben bereits 8 Schulklassen aus dem Rostocker Raum teilgenommen. Genau, da wurde vor allem die Warnow beprobt, auch die Recknitz. Und schon im ersten Jahr, als das stattfand, 2016, hat das Erasmus-Gymnasium aus Rostock teilgenommen. Aus Lüttenklein, ganz in meiner Nähe hier, wo ich wohne, muss ich noch dazu sagen. Naja. Ja, du hast jetzt also auch so die Arbeit der Gruppen schon beschrieben. Vielleicht noch ein bisschen was zu den gesammelten Daten. Was passiert damit? Wie werden die dann ausgewertet? Und ja, da kommen ja dann auch so ein paar Zahlen zusammen. Warum sind die dann eigentlich so wichtig für die weitere Arbeit? Also zunächst werden die Daten auf unserer Webseite hochgeladen von den Teilnehmern. Und da erscheinen die dann mit ihrem Gruppenfoto und dem Namen der Schule auf einer interaktiven Karte. Die kann man sich auch angucken auf www.plastic-pirates.eu. Und da findet man eben auch zum Beispiel die Rostocker Schulklassen, wenn man hineinzoomt. Da sind tatsächlich alle Teilnehmergruppen drin seit 2016 und man findet heraus, welche Flüsse die angeguckt haben und was sie so gefunden haben. Und dieses Datenhochladen ist quasi der Abschluss für die Schulaktion, aber die wissenschaftliche Datenauswertung beginnt dann erst an dieser Stelle. Und als erstes werden die Daten natürlich geprüft und verifiziert. Das machen bei uns die Kolleginnen von der Kieler Forschungswerkstatt. Die schauen sich genau die Fotos an und zählen nach, schauen, ob die Daten also Sinn ergeben. Und auch die Mikroplastiknetze, die Funde davon werden zurückgeschickt nach Kiel. Und die schauen sie sich mit einem speziellen Gerät an, mit einem Spektrometer, um zweifelsfrei festzustellen, ist da wirklich Plastik drin oder ist es doch nur organisches Material? Denn gerade bei den kleinen Teilen ist das unglaublich schwer voneinander zu unterscheiden. Und die Datenanalyse beginnt eben dann und das Spannende, finde ich, ist, dass man ganz unterschiedliche Forschungsfragen damit beantworten kann. Also dadurch, dass wir jetzt schon Zeit rein haben, kann man schauen, wie entwickeln sich die Müllmengen über die Zeit. Man kann einzelne Flüsse miteinander vergleichen. Da kann man beispielsweise an unseren bisherigen Ergebnissen sehen, dass der Rhein oder dass am Rhein der meiste Müll gefunden wurde. Man kann die Belastungen entlang des Flussverlaufs anschauen, also von der Quelle zur Mündung. Wo sind spezielle Hotspots? Wo sammelt sich der Müll an? Und ja, für mich als Politikwissenschaftlerin auch besonders interessant, man kann dann Maßnahmen ableiten aus diesen Ergebnissen. Also eine Erkenntnis war beispielsweise, dass sehr oft wirklich das Freizeitverhalten der Hauptfaktor dafür ist, dass viel Müll und Einwegplastik an den Flüssen verbleibt. Und da hat man ja verschiedene Hebel. Da könnte man beispielsweise die Mülleimerinfrastruktur verbessern oder stärker auf Mehrwegverpackungen und Pfandsysteme setzen. Ich habe mal auf die Webseite auch schon geschaut, sagte ja schon, auch mal geguckt, Hamburg zum Beispiel, da wurde die Elbe durchsucht und ist ja erschreckend, also was am meisten gefunden wurde als Fremdmaterialien waren Zigarettenstummel, ne? Das ist ja auch ein Riesenproblem, ne? Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt leider so normal für Raucher und so akzeptiert, dass man ja die Zigarettenstummel einfach da lässt. Die Sensibilisierung auf jeden Fall sollte da ein bisschen hochgefahren werden, ne? Ja, das denke ich auch. Ja, auf jeden Fall hört man ja raus, es ist also ein wissenschaftliches Arbeiten, Arbeit auf wissenschaftlichem Niveau. Gibt es dabei auch Probleme? Was muss man, müsst ihr dabei beachten bei der Arbeit mit den Jugendlichen? Also der Spaß soll ja zum einen im Vordergrund stehen, aber auch Lernerfahrungen. Wie sieht es dabei aus? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ja, also ich glaube, Lernerfahrung steht absolut im Vordergrund und auch der Spaß. Also zumindest haben wir sehr viele positive Rückmeldungen von Lehrerinnen und auch von Jugendlichen selbst. Naja, und es ist ja eine Expedition zum Fluss. Man geht mal raus aus dem Schulgebäude, man macht Teamarbeit. Und es ist auch spannend, was man findet, weil das ja vorher nicht festgelegt ist. Also es gibt nicht vorher die richtige Lösung, sondern es ist ganz ergebnisoffen. Und da gibt es dann tatsächlich auch manchmal Frust, wenn eben kein Müll oder nur ganz wenig gefunden wird. Was natürlich aus Umweltsicht das beste Ergebnis ist. Und für uns Wissenschaftler ist das genauso spannend, als wenn viel Müll gefunden wird. Also alle Daten sind wichtig, die da einfließen. Aber gut, es ist eben frustrierend für die Schüler selbst, wenn sie da nicht so sehr aktiv werden können und nicht so viel einsammeln. Ja, das ist wie ein Detektiv, der auf einen Einbrecher wartet und kommt keiner, ne? Das ist einerseits ja, gut. So ungefähr. Ja, ansonsten Probleme, was wir sehr häufig hören von Lehrern ist, dass es sehr schwer ist, die Probenahme in den Lehrplan unterzubekommen. Also das Thema ist tatsächlich zurzeit sehr beliebt und es lässt sich sehr gut anknüpfen, auch in Projekttagen, aber sobald dann mal das Wetter nicht mitspielt oder Krankheit dazwischen kommt, dann finden die Lehrerinnen keinen Ersatztermin mehr, weil einfach der Lehrplan so voll ist. Ja. Und ansonsten noch ein Problem, oder ja, ist kein Problem, aber es ist eben einfach so in der wissenschaftlichen Verwertbarkeit, da klappt das nicht immer in allen Fällen, dass die Daten auch so erhoben wurden, dass wir sie auswerten können. Das heißt, einige Datensätze müssen aussortiert werden, beispielsweise weil sie sich eben nicht an die Methode gehalten haben oder weil sie außerhalb der festgelegten Zeiträume erhoben wurden. Und ja, das ist natürlich schade, aber das ist andererseits auch ganz normal in der Wissenschaft. Also das passiert auch fortgeschrittenen Forschern ja selbst immer mal wieder, dass ein Fehler vorkommt und man den Datensatz nicht werten lassen kann. Ja, auch das ist eine Erfahrung. Ja. Auch negative Erfahrungen gehören ja zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu, ne? Man lernt ja auf jeden Fall mit dadurch, ne? Das heißt dann für uns, es kann nicht in die wissenschaftliche Arbeit einfließen, aber dokumentiert auf der Webseite wird es eben trotzdem. Und die Daten werden dann auch erstmal behalten und für eine andere Forschungsfrage zukünftig können sie vielleicht auch doch nochmal herangezogen werden. Ja. Super interessantes Thema, Mandy. Ich glaube, wir haben viel besprochen. Vielleicht nochmal zum Schluss die Frage, wie man Jugendliche für dieses Projekt begeistern kann oder auf welche Weise sie teilnehmen können. Also wie ich jetzt ja mitbekommen habe, es läuft über Schulen. Wahrscheinlich sind Schulen da auch die Ansprechpartner, ne? Oder was hast du jetzt noch so für Tipps für unsere Loro-Hörerinnen und Hörer, die jetzt den Europa-Channel hören, die sagen, hey, das interessiert mich, ich möchte da mal irgendwie mitmachen. Ja, also Schulen sind auf jeden Fall Ansprechpartner und es können gerne Schulklassen teilnehmen, aber auch alle anderen außerschulischen Freizeitvereine, Jugendvereine, das geht alles. Und unser nächster Aktionszeitraum, der startet im Herbst und geht vom 15. September bis zum 15. November. Dafür, in diesem Zeitraum sollte man also so eine Probenahme dann einplanen. Und ab Ende August kann bei uns schon das Lehrmaterial bestellt werden und die Anleitungen sowie die Mikroplastiknetze. Und genau, eine Bewerbung oder Anmeldung ist nicht nötig. Man plant das einfach mit ein und ja, Lehrmaterialien per Post versenden wir, solange der Vorrat reicht. Also lohnt sich schnell zu sein. Wie nimmt man am besten Kontakt auf? Die Webseite, wo geht man darauf? Also was wäre jetzt so der effektivste Werdegang jetzt? Genau, über die Webseite, eben dieses www.plastic-pirates.eu. Da gibt es dann ein Bestellformular, was Ende August wieder geöffnet wird. Und da kann man sich dann einfach eindecken mit den Materialien. Die gibt es dort alle auch zum Download. Man kann sich das schon mal anschauen. Wir haben doch Erklärvideos, um so einen Eindruck zu bekommen, wie das Ganze genau ablaufen soll. Genau. Also Ende August kann man das einsehen. Da ist unsere Sendung ja genau im richtigen Zeitraum, jetzt so Mitte August. Genau, ja, der richtige Zeitpunkt. Genau. Gut, Mandy, das waren viele wirklich spannende, interessante Informationen. Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast.
Und ja, drückt die Daumen, dass es weiter gut läuft. Und auf jeden Fall klingt es interessant und dass viele begeisterte Schülerinnen und Schüler da mitmachen und tatsächlich etwas für die Umwelt dadurch getan wird. Denn positive Nachrichten brauchen wir in dieser bewegten Zeit ja alle mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Und vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Danke dir. Alles Gute. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, danke. Ebenfalls nach Rostock. Ciao. Ja, dieses Gespräch mit Mandy Hinzmann hatte ich schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Sie schrieb uns noch eine Mail mit zwei Ergänzungen, die ich noch gerne anfügen möchte. Zum einen nannte Mandy im Interview 144 Datenpunkte, die in diesem Frühjahr 2022 gesammelt werden konnten. Und hier der Hinweis, diese Zahl bezieht sich nur auf Deutschland. Und noch eine weitere Ergänzung, die ist recht wichtig. Seit Juni diesen Jahres geht die Europäisierung der Plastikpirates weiter. Die EU-Kommission unterstützt das Vorhaben und 10 weitere Länder wollen am Herbst mit dabei sein. Zum Beispiel Italien, Belgien und Litauen. Also soweit noch 2 Anmerkungen zu diesem Interview eben. Zeit für einen Song und da kommen die Cranberries mit Time is Quicking Out. Ja, und die Band verurteilt in ihrem Song aus dem Jahr 2002 die Untätigkeit der Politik, aber auch das Phlegma der Menschen, die derzeit die Erde bevölkern. Auf einer vergifteten Erde zu leben, ist laut den Cranberries keine attraktive Option für unsere Nachfahren. Hört den Europa-Channel auf Radio Loro. Tja, und jetzt geht es weiter mit Marion und da sind wir mal gespannt auf ihre Naturerkundung in Portugal. Ja, Klaus, ich habe mich heute mal um den Lorbeerwald auf Madeira gekümmert. Die zu Portugal gehörende Insel Madeira verfügt über den größten zusammenhängenden Lorbeerwald weltweit. Er bildet den Kern des Naturparks, der seit 1999 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Dieses geschützte Gebiet umfasst ca. 20% der Inselfläche. Es befindet sich auf der Nordseite in einer Höhe zwischen 300 und 1500 Metern und auf der Südseite zwischen 700 und 1200 Metern. In der Frühzeit war der Madeira-Lorbeerwald in Europa weit verbreitet, bis die Eiszeit die meisten Flächen zerstörte. Auch die portugiesischen Siedler opferten große Teile des Madeira-Lorbeerwaldes den Öfen der Zuckersiedereien. Zu den charakteristischen Baumarten des Lorbeerwaldes auf Madeira zählen der Azoren-Lorbeer, die Kanarenstechpalme, Baumheide, Madeira-Lorbeer, Madeira-Holunder und Mahagoni, sowie die Heidelbeere und auch Wacholder. Die Lorbeerwälder Madeiras sind jedoch kein exaktes Spiegelbild. Einige Arten mit schweren, nicht flugfähigen Samen gelangten nicht nach Madeira. So fehlen zum Beispiel Eichen, Ahorn, Magnoliengewächse, Walnussbäume und Palmen. Von den 20 Baumarten, die für Madeiras Lorbeerwald charakteristisch sind, haben 16 Arten Früchte, die von Vögeln gefressen werden. Die übrigen 4 Arten haben Samen, die so leicht sind, dass sie durch den Wind verbreitet werden können. Selbst Orchideen finden sich im Lorbeerwald. Zu den tierischen Bewohnern zählen Mäusebussard, Amseln und Buchfinken. Der Lorbeerwald ist eine durch Nebelniederschlag begünstigter, luftfeuchter Wald. Der Boden wird vor Erosion geschützt. Auf den Wanderwegen findet man eine Vielzahl von Flechten und Moosen, Riesenlöwenzahn, Fingerhut sowie großblütige Margeriten. Auch der Maiglöckchenbaum säumt viele Wanderwege. Für Botanikfreunde ist dieses Gebiet ein Wanderparadies und auf jeden Fall eine Urlaubsreise wert, auf der es viel zu entdecken gibt. Und nun kommen wir zu den Kulturtipps. Am 19. August kann man um 19.30 Uhr in der Halle 207 das Musical mit Hits der frühen 80er Jahren hören. Am 24. August findet um 20 Uhr in der HMT im Kammermusiksaal ein Konzert statt. Und am 29.8. kann man 20 Uhr im Sommertheater
im Klostergarten, Schillers sämtliche Werke leicht gekürzt bewundern. Für alle kulturellen Veranstaltungen viel Freude und gute Gesprächsstoffe. Jo, danke schön, Marion. Und weiter geht es jetzt mit Lukas. Zu dem schalten wir jetzt, denn der hat die EU-News für uns vorbereitet. Ja, vielen Dank, Klaus. Und auch in diesem Monat August haben wir wie gewohnt die EU-News für euch. Weitere Konsequenzen für Russland in Kraft. Infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die Europäische Union weitere direkte Sanktionen offiziell aktiviert. Seit dem 11. August dürfen die Mitgliedstaaten der EU keine Importe von russischer Kohle empfangen. Das Kohleembargo ist Teil des 5. Sanktionspaketes und trat nach einer 120 Tage andauernden Übergangsfrist in Kraft. Aufgrund des Wegfalls des europäischen Marktes konzentriert sich Russland zunehmend auf Indien als Abnehmer. Weitere Sanktionen, wie zum Beispiel eine generelle Visasperre für russische Staatsbürger, wird derzeit diskutiert. Europaweite Waldbrände befinden sich auf Rekordniveau. Seit Beginn der Aufzeichnungen 2006 hat es in Europa nie so große Waldbrandflächen wie derzeit gegeben. Aktuell sind laut dem europäischen Waldbrandinformationssystem in diesem Jahr bereits 660.000 Hektar Fläche verbrannt. Die klimakrisenbedingte Trockenheit und die hohen Temperaturen sorgen bereits vor dem Ende der Waldbrandsaison für einen beunruhigenden Rekord. Bezeichnenderweise beschränkten sich die Großbrände nicht mehr nur noch auf den Mittelmeerraum, sondern wüteten ebenso in West-, Mittel- und Osteuropa. Größtes Atomkraftwerk Europas weiterhin Schauplatz von Kämpfen. In der Nähe des ukrainischen AKWs Saporischschja sind erneut Raketeneinschläge zu verzeichnen. Die dortige Stationierung russischer Truppen und die Zerstörung der für den sicheren Betrieb notwendigen Infrastruktur sorgen für atomare Gefahren. Der geforderte Zugang für die internationale Atomenergiebehörde wird derzeit nicht gewährleistet. Mittlerweile fordern 42 Staaten, darunter die gesamte EU, die USA, Großbritannien, Australien und Japan, den Abzug der russischen Streitkräfte. Ja, danke schön, Lukas. Vielleicht noch diese Ergänzung. Mehrwertsteuer auf die Gasumlage kommt. Heute Nachmittag ging es durch die Ticker. Für die Verbraucher in Deutschland wird es keine Ausnahme bei der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage geben. Die EU-Kommission bekräftigte in Brüssel, dass eine Streichung der Steuer, anders als von der Bundesregierung gehofft, nicht möglich sei. Die Kommission arbeitet nach eigenen Angaben aber zusammen mit Berlin an einer Lösung bezüglich der Mehrwertsteuer. Ja, und geht es gleich weiter mit Willi und unseren Studiogästen von Fridays for Future. Vorher noch ein bisschen musikalische Sonne von She and Him in the Sun. Ja, willkommen zurück beim Europa-Channel hier auf Radio Loro. Fridays for Future, oder auch kurz FFF, ist heute ja jedem ein Begriff. 2018 initiierte die damals 15-jährige Schwedin Greta Thunberg die Bewegung und forderte alle Menschen auf, jeden Freitag für den Klimaschutz zu demonstrieren. Mittlerweile ist Fridays for Future eine der bekanntesten und größten Klimabewegungen der Welt. Vor allem die junge Generation, darunter Schüler und Studenten, schlossen sich an, um für den Klimaschutz zu demonstrieren und die Zukunft mitzugestalten. Für unsere heutige Sendung haben wir zu diesem Thema zwei Studiogäste eingeladen, die uns aus erster Hand darüber berichten können. Herzlich willkommen im Studio, Elli und Peter. Ja, hallo. Hallo. Ihr seid ja von Rostock for Future, besser gesagt. Schön, dass ihr heute Zeit für das Interview gefunden habt. Könnt ihr euch denn unseren Zuhörern kurz vorstellen und erzählen, wie ihr denn überhaupt zu FFF gekommen seid? Ja, hallo, ich bin Elli. Vor ungefähr einem Jahr war ich bei einer Klimademo in Erfurt und dort habe ich zum ersten Mal so richtig Kontakt mit Fridays for Future gehabt und dann habe ich eine E-Mail an Students for Future in Rostock geschrieben und wurde dann ins Klimacamp eingeladen und ja, seitdem bin ich dabei. Das Klimacamp, das war wo? Das war letzten Herbst auf dem Neuen Markt. Ah, okay. Ja, genau, da haben wir knapp 2 Wochen vor dem Rathaus kampiert. Und ich bin Peter, ich bin auch seit 2,5 Jahren bei den Students for Future. Und wie eingangs berehnt ist ja Fridays for Future jedem bekannt und seit mittlerweile 4 Jahren demonstriert er ja auch an unterschiedlichen Orten. Ihr schreibt ja selbst, dass ihr für echten Klimaschutz kämpft. Was meint ihr eigentlich genau damit? Unser Ziel ist, dass das 1,5-Grad-Ziel, was im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt wurde, eingehalten wird. Und genau, dafür stehen wir ein. Und speziell für Deutschland bedeutet das, dass wir vor 2 Jahren gefordert haben, dass das Land bis 2035 klimaneutral werden soll. Das Problem ist, in diesen 2 Jahren ist nicht viel passiert und deswegen hat das Land laut neuen Hochrechnungen nur noch bis 2031 Zeit,
um die Ziele einzuhalten. Das heißt, die Forderungen, die ihr bisher gestellt habt, die wurden noch nicht so ganz erreicht? Nein. Nee. Seid ihr denn zufrieden mit dem, was ihr bereits erreicht habt? Was wäre das zum Beispiel? Was wir erreicht haben, wäre die, wäre das Thema Klimaschutz in die breite Öffentlichkeit zu bringen und in die Politik. Und ich denke, das war wirklich erfolgreich bisher. Und in Rostock haben wir zwei ganz konkrete Erfolge vorzuweisen. Das ging auch nur durch den Druck von der Straße. Wir hatten zwischendurch über 7000 Menschen, die bei den Demos mitgelaufen sind. Und was daraufhin die Bürgerschaft durchgebracht hat, das waren zwei super wichtige Beschlüsse. Einmal Klimaneutralität bis 2035. Also Rostock soll klimaneutral werden bis 2035. Und der Fernwärmeliefervertrag zwischen Stadtwerken und dem Kohlekraftwerk soll nicht verlängert werden. Das kann dazu führen, dass das Kohlekraftwerk nur noch bis Ende 2024 läuft, weil es danach unwirtschaftlich wird. Das ist aber beides gerade ziemlich auf der Kippe. Klimaneutralität bis 2035 in Rostock sieht, wenn es so weitergeht, schlecht aus. Das wird nix, wenn es so weitergeht. In der Verwaltung, in der Stadtverwaltung hat sich kaum was geändert. Die Senatoren haben das völlig ignoriert. Die kommunalen Unternehmen auch. Die kommunalen Unternehmen, die gehören ja der Stadt. Das heißt, die sind auch verpflichtet, Bürgerschaftsbeschlüsse umzusetzen. Das wurde ignoriert, auch von den Stadtwerken wurde das ignoriert. Die Stadtwerke sind verpflichtet, die Fernwärmeversorgung klimaneutral zu machen. Sie tun es nicht. Sie hätten schon Großwärmepumpen bauen können. Dann wären wir jetzt nicht mehr so abhängig vom russischen Gas. Das käme auch unseren Heizkostenrechnungen zugute. Aber ja. Also erneuerbare Energien quasi noch so als kleines eigenes Standbein für die Unabhängigkeit Deutschlands, auch von anderen Akteuren. Welche Ziele verfolgt ihr denn, wenn man schon dabei ist, gerade aktuell, also vielleicht auch in Rostock? Wir wollen Einfluss auf die Wahlen nehmen. Also hier ist bald OberbürgermeisterInnenwahl. Und dafür möchten wir einige Interviews mit den Kandidierenden führen. Die haben aber noch nicht angefangen bis jetzt. Und im Herbst ist wieder ein internationaler Klimastreik, der auch hier in Rostock stattfinden wird. Habt ihr denn schon Erfahrungen gemacht mit solchen Interviews oder sowas Ähnlichem? Also wir hatten eine Pressekonferenz im Klimacamp. Mhm. Da haben wir VertreterInnen der Landesregierung eingeladen und dort unsere Forderungen präsentiert. In der Politik hat es wenig bewegt, aber zumindest haben wir die Öffentlichkeit informiert. Ja. Die EU, um vielleicht nochmal auf das große Ganze zurückzukommen, hat ja mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens 2015, das hast du ja schon erwähnt, Elli, und der Verabschiedung des Green Deals, aber auch einem Paket Fit for 55, ja einige klimapolitische Entscheidungen getroffen. Wie schätzt ihr denn diese Maßnahmen konkret ein? Ja, das Fit for 55, darauf hat sich die EU geeinigt, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% sinken sollen gegenüber 1990. Das ist das Versprechen. Versprechen in der Klimapolitik werden meistens nicht gehalten. Und selbst wenn es eingehalten werden würde, 55% Reduktion bis 2030, das reicht halt einfach gar nicht. Hm. Du hast ja gerade auch gesagt, sowohl im kleinen Rostock wie auch im großen offenbar, jetzt auch in der EU, findet man da jetzt nicht so viel Handlungen, auch gerade seitens der Politik. Was meint ihr, was muss sich eurer Meinung nach ändern, damit sich das vielleicht in Zukunft ändert? Dass die Politik ihre Versprechen umsetzt. Hm. Und wie kann man das vielleicht erreichen? Ja, gute Frage. Hm. Ja, ich glaube, es braucht einfach noch mehr Druck von der Straße. Ja. Andererseits 7000 Menschen auf den Straßen Rostocks, das waren schon echt viele. Für Rostock ist das gut. Ja. Vielleicht brauchen wir einfach andere Menschen an der Macht. Mhm. Eine Änderung, die die EU ja auch noch vorgenommen hat, ist die Änderung der EU-Taxonomie, um das nochmal kurz aufzugreifen. Das war ja, dass Investitionen, Atomenergie und Erdgas ja als nachhaltig gelten. Was haltet ihr davon? Ja, ich glaube, es steht außer Frage, dass es total schwachsinnig ist, weil nachhaltige Energien können keine fossilen Energieträger sein oder Energieträger, die ein enormes Risiko mit sich bringen für Umwelt und Menschen.
Aber das Problem mit der EU-Taxonomie ist, dass da auch noch das Verbrennen von Biomasse drunter fällt. Und dafür werden, also es werden Wälder abgeholzt, damit wir Energie gewinnen können. Aber diese Wälder stehen jetzt schon in Flammen durch die Klimakrise, die durch das Verbrennen der Bäume immer weiter angeheizt wird. Und das ist so ein Teufelskreis, der dann auch noch als nachhaltig betrachtet wird. Sehr fraglich. Krass, wie Biomasse auch so kritisch gesehen wird, weil man denkt sich ja, okay, da steckt das Wort Bio drin, kann eigentlich gar nicht so schlecht sein, aber ich glaube, das findet noch nicht so viel Aufmerksamkeit, auch weder in der Politik noch in der Bevölkerung. Stichwort Bevölkerung, wenn ihr auf der Straße seid, dann seid ihr ja sicherlich auch mit ja eher konfrontativen Aussagen, müsst ihr euch damit befassen, wie zum Beispiel ein Land allein kann nichts bewirken und wenn man sich denn die Zahlen ansieht, die dann hinzugezogen werden. 2019 verursachte Deutschland 1,8 der weltweiten CO2-Emissionen. Die gesamte EU liegt je nach Jahr und Statistik bei knapp 10%. Wie kann man denn hierzulande trotzdem dafür sorgen, dass die befürchtete Klimakrise dann letztendlich verhindert wird? Wenn man sich die historischen Emissionen anschaut, also die Emissionen, die insgesamt seit der industriellen Revolution ausgestoßen wurden, dann liegt Deutschland tatsächlich auf Platz 6 mit 3,5% aller Emissionen, die jetzt mittlerweile in der Atmosphäre sind. Deutschland hat also eine historische Verantwortung für Klimaschutz und Deutschland hat aber auch deutlich mehr technologische Möglichkeiten als andere Länder. Das hat sich zum Beispiel gezeigt, als das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt wurde im Jahr 2000. Dort wurde die Einspeisevergütung für Solarstrom geregelt. Und das hat dazu geführt, dass unglaublich viele Solarmodule installiert wurden und auch unglaublich Solarmodule produziert werden mussten. Und die Produktionskapazitäten haben sich sehr schnell ausgeweitet und das hat der technologischen Entwicklung einen unglaublichen Push gegeben. Also dieses Gesetz aus dem Jahr 2000, dem haben wir es zu verdanken, dass Photovoltaik mittlerweile unglaublich günstig ist. Und Photovoltaik ist dadurch ja nicht nur in Deutschland günstiger geworden, sondern weltweit. Also ein Gesetz aus dem Jahr 2000, nämlich das Erneuerbare Energiengesetz, zeigt uns, was ein Land bewegen kann. Die Regierung danach haben wieder ziemlich viele dumme Fehler gemacht, die Photovoltaikindustrie in Deutschland zerstört. Aber ja, das zeigt, wie viel ein Land bewegen kann. Auch was Innovationen generell für eine Bedeutung haben in der Bewältigung der Klimakrise, ein Wort. Nun ist ja auch neben dieser historischen Verantwortung ja auch oft im Gespräch die weltweite Verantwortung und da soll ja Deutschland auch eine gewisse Vorbildsfunktion innehaben. Gerade auch wenn man so Länder, also große Emittenten wie jetzt China oder die USA sich anschaut. Was haltet ihr von dieser Theorie, dass man da als Vorbild agiert in der Welt? Also momentan ist Deutschland alles andere als ein Vorbild. Wir hängen wie ein Drogensüchtiger an dem Gas aus Russland. Wir hängen wie ein Drogensüchtiger an der Braunkohle. Also ja, vielleicht wird Deutschland irgendwann zum Vorbild. Momentan sieht es nicht danach aus. Da müssen wir in andere Länder gucken. Portugal, Dänemark, die sind da deutlich weiter als wir. Und wenn man sich dann abseits dieser Vorbildfunktion dann nochmal die Welt anschaut, wie kann man da vielleicht besser agieren? Ich meine, es gibt ja so viele Staaten, allein in der EU ja 27. Wie kann man da dafür sorgen, dass die sich vielleicht besser untereinander vernetzen und da auch aktiver werden in Sachen Klimaschutz? Ich würde sagen, wir haben mit der EU schon relativ viel Glück. Du sagst 27 Mitgliedstaaten, alle demokratisch. Und diese Mitgliedstaaten raufen sich immer wieder irgendwie zusammen und kommen dann zu gemeinsamen Entscheidungen. Und ich glaube, wir müssen es noch ausweiten. Wir brauchen eine demokratische Allianz, weil ich glaube, wir müssen Demokratie und Klimaschutz gemeinsam denken. Das hängt total zusammen. Und wir brauchen auch eine Allianz der Willigen, also Staaten, die gemeinsam Klimaschutz machen, Staaten, die gemeinsam Technologie entwickeln, Staaten, die gemeinsam Gesetze beschließen. Ich glaube, das ist der Weg. Da ist Demokratie auch ein guter Stichpunkt. Ein wichtiges Instrument in der Demokratie sind ja auch Demonstrationen, die hier regelmäßig veranstaltet. Andere Klimaaktivisten gehen dann natürlich eher radikalere Wege. Man kennt da zum Beispiel Extinction Rebellion, die ja regelmäßig Kohlekraftwerke stürmen oder Lieferketten blockieren. Andererseits die letzte Generation, die sich auf Straßen oder Gemälde klebt und auch dann auf den Straßen für lange Staus sorgt. Wie steht ihr persönlich und als Fridays for Future denn zu solchen Aktionen?
Also ich glaube, man muss schauen, aus welchen Motiven das heraus geschieht. Und da spielt super viel Verzweiflung und Frust mit, weil halt einfach nichts geschieht. Und es ist sehr wichtig, dass solche Aktionen neben Aktionen wie Großdemonstrationen oder Forderungen an PolitikerInnen stattfinden. Fridays for Future hat einfach einen anderen Schwerpunkt. Also wir setzen eher auf Gespräche oder auf Demonstrationen. Mhm. Und wo setzt ihr vielleicht als Rostock for Future eure Grenzen? Also bis jetzt ist die Grenze tatsächlich noch da, dass die, dass kein ziviler Ungehorsam betrieben wird. Aber es wird alles demokratisch entschieden und ich kann das nicht sagen, wie das in Zukunft aussieht. Mhm. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich auch bestimmt jeder Ortsverein in seiner eigenen Verantwortung. Wie steht ihr denn, um nochmal auf MV und Rostock zurückzukommen, wie steht ihr denn den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen gegenüber? Muss sich da vielleicht auch in eurem Umfeld und generell politisch auch mehr tun und mehr in Richtung Klimaschutz sich entwickeln? Ja, wir sehen absolut die Landesregierung in der Pflicht. Wir haben auch ein Forderungspapier vorgestellt, jetzt nach der Landtagswahl. Dieses Forderungspapier könnt ihr auch finden auf unserer Website, einfach bei Google Fridays for Future MV. Und wir haben 75 Forderungen ausgearbeitet, alle wissenschaftlich begründet. Von diesen 75 Forderungen wurden 3 umgesetzt bisher. Es wurde das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 Jahre herabgesenkt. Es wurde, ist ein Bundesgesetz, die Landesfläche in MV, die für Wind geeignet ist, wurde auf 2,1% erhöht. Aber nur weil ein Gebiet als Eignungsgebiet ausgeschrieben wird, heißt es noch lange nicht, dass dort auch Windräder gebaut werden. Bisher passiert da wenig. Und Nord Stream 2 ist nicht in Betrieb gegangen. Das war eine große Forderung von uns. Das ist jetzt nicht wegen uns gestoppt worden, sondern wegen dem Krieg, wissen wir alle. Ja, und die anderen 72 Forderungen, die wurden nicht umgesetzt. Mhm. Die Landesregierung lebt noch in der Vergangenheit. Mhm. Ja. Die tut Zeit, was, ja. Ja, die Zeit vergeht leider schnell. Zum Abschluss noch eine ganz kurze Frage. Ich bitte um eine sehr schnelle Antwort. Gibt es vielleicht noch Dinge, die euch nochmal besonders wichtig sind, die ihr nochmal loswerden möchtet? Ja, unsere Bundesregierung muss auch ihrer Verantwortung gerecht werden gegenüber dem globalen Süden. Die Emissionen, die wir hier ausstoßen, die bleiben ja nicht über Deutschland, sondern die verteilen sich in der ganzen Atmosphäre. Und wenn wir, was durchaus sein kann, eine Erwärmung über 3 Grad haben, dann, es gibt Studien, die sagen, dass 3,5 Milliarden Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren könnten. Also unsere Bundesregierung entscheidet nicht nur für Deutschland. Deutschland wird keine katastrophalen Folgen, also bisschen katastrophal, so Sylt geht unter, Hamburg vielleicht auch ein bisschen, unsere Buchenwälder trocknen aus, so. Aber wenn die 200 Jahre alten Bäume jetzt absterben, ist zwar blöd und schade, und wenn ein paar Städte untergehen, ist auch schade, aber es wird in Deutschland höchstwahrscheinlich keine Hungersnöte geben und es werden auch nicht massenhaft Menschen am Hitzschlag sterben. Das sieht in Indien oder Pakistan oder Bangladesch oder auch in großen Teilen Afrikas ganz anders aus. Und die Bundesregierung muss dem gerecht werden und auch ja das 1,5-Grad-Ziel oder die 1,5 Grad nicht überschreiten. Die Bundesregierung hat bisher noch nicht mal sich zu einem CO2-Budget bekannt. Elli, was ist dir nochmal wichtig? Ich würde ganz gerne nochmal was zu MV sagen, und zwar hier in Mecklenburg-Vorpommern stoßen Moore, degradierte Moore, 1/3 der CO2-Emissionen aus. Und in der Politik ist einfach noch nicht angekommen, dass es total wichtig ist, diese Moore wieder zu vernässen, beziehungsweise nachhaltig darauf zu wirtschaften, wie zum Beispiel mit Paludikultur. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und ja, das wäre einfach ein sehr wichtiger Beitrag. Ja. Das glaube ich auch. Das ist aber leider noch ein weiter Weg dahin. Elli, Peter, danke, dass ihr heute bei uns im Studio wart und wir wünschen euch, also wie der Europa-Channel, natürlich Gutes gelingen bei eurem weiteren Engagement für Fridays for Future. Ja, danke, dass wir da sein durften. Gerne. Ja, ich bedanke mich auch und damit sind wir am Ende unserer August-Ausgabe des Europa-Channels vom EZ in Rostock hier bei Radio Loro. Diese Sendung könnt ihr am kommenden Freitag von 13 bis 14 Uhr nochmal auf der 90,2 hören. Außerdem stellen wir euch die Sendung auch als Podcast zur Verfügung. Den Europa-Channel könnt ihr auf den bekannten Streaming-Diensten wie Spotify abonnieren oder ihr schaut einfach auf die Internetseite www.ez-rostock.de unter Europa-Channel.
Unsere nächste Sendung läuft dann am Dienstag, das ist der 20. September ab 18 Uhr auf Loro 90,2. Ja, und als Thema haben wir uns da überlegt, so ein EU-Special zu machen. Wie werden Entscheidungen in der EU getroffen? Der Anlass war auch die heutige Entscheidung, Mehrwertsteuer doch auf die Gasumlage, was die EU entschieden hat. Und da wird es wahrscheinlich viele Fragen geben. Wie kommt sowas zustande? Warum kann das nicht verhindert werden? Also EU-Entscheidungen, ein EU-Special dann am 20. September. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.